Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag, den Wochenhighlights. Müll auf dem Schulhof. Mit diesem Problem hat die allgemeine Sonderschule in Dornbirn jede Woche zu kämpfen. Denn der Schulhof wird oft als Durchgangsweg von Fußgängern genützt und diese hinterlassen Spuren. Ein Schulhof im Zentrum von Dornbirn und der wöchentliche Wegbegleiter Müll. Die Klassen der allgemeinen Sonderschule Dornbirn wollen dies so nicht länger hinnehmen. In kleinen Gruppen organisiert ist jede Woche eine Klasse darum bemüht, den Platz um ihre Schule sauber zu halten. Mit Müllzangen, Eimern und Handschuhen ausgestattet ist jede helfende Hand willkommen. Hallo, ich heiße Leonhard. Also das ist bei uns das Umweltprojekt für dieses Schuljahr. Das heißt, jede Klasse ist immer bestimmte Wochen eingeteilt und schaut, dass der Schulplatz sauber ist. Wir haben das Problem, dass es ein Durchgangsplatz ist. Das heißt, gerade am Montag oder Dienstag, wenn die Menschen nach dem Wochenende ihren Mist da lassen, dann müssen wir einfach aufräumen, weil Kinder verdienen sich, dass das super und schön ist. Ein kurzer Blick in den hauseigenen Hof genügt. Müll lässt sich hier vor allem nach dem Wochenende schnell finden. Von Wasserflaschen über Papiertücher bis hin zu Zigarettenstummel. Also wir haben schon alles Mögliche gefunden, natürlich auch gebrauchte Kondome. Wir haben auch schon eine Schachtel von dem Mutter-Kind-Ding gefunden. Also da muss irgendjemand von lauter Wut, dass er schwanger ist, sein Mist da auseinandergenommen haben. Also wir finden alles. Natürlich ganz, ganz vorrangig Zigarettenkipper und halt Plastikmüll. Die Kinder nehmen diese Aufgabe sehr ernst und sehen die Müllräumaktion als willkommene Abwechslung an der frischen Luft. Gemeinsam wird jedes noch so kleine Stück Papier vom Boden in den Mülleimer geräumt. Pädagogisch betrachtet ein sehr wichtiger Prozess. Erstens hat sich das jetzt Kind verdient, dass es einen sauberen Schulplatz hat. Und das Zweite ist natürlich, es hat schon den Gedanken der Umwelterziehung, dass wir einfach hoffen, dass unsere Kinder dann mit der Zeit nichts mehr am Boden werfen. Es sind natürlich auch unsere Kinder, die manchmal etwas verlieren oder am Boden werfen. Aber sie sind brutal aufmerksam geworden und ärgern sich dann, wenn sie jemanden vorbeilaufen oder durchlaufen sehen, der etwas am Boden wirft. Da können sie ziemlich zornig werden. Und wir haben auch schon erlebt, dass Kinder dann zu deren Erwachsenen an sind und gesehen haben, sie haben dann etwas verloren. Und das finde ich eigentlich, das ist das, was wir wetten. Dass sie merken, das ist unsere Welt, in der wir leben. Und wenn wir alles am Boden werfen, ist es einfach grusig und eklig. Was am Ende bleibt, ist ein sauberer Schulhof, der zum Spielen einlädt. Den fleißigen Kindern sei Dank. Inmitten von Tümpeln und Wiesen formte sich in den vergangenen Jahren das Alpenfreibad Scheidegg. Mein Kollege Johannes Tschol hat sich dieses vergangene Woche genauer angeschaut. Ich bin als kleiner Junge hier schon viel gewesen und jetzt nachher habe ich die Stelle damals in die Gemeinde bekommen und als Bademeister. Und das war also ein großes Glück für mich und glaube ich für die Gemeinde auch. Du hast mir vorhin erzählt, dass du hier schon seit vielen, vielen Jahren arbeitest dran, dass das Ganze heute zu dieser Gesamtkomposition wird, die es ist. Was ist alles passiert in diesen vielen Jahren? Ja, das Freibad wurde 1930 bis 1934 erbaut. 1935 wurde es eröffnet. Damals waren nur im Hintergrund die großen Kastanien und sonst war eigentlich auf der ganzen Fläche nur Wiese. Kein Schatten, gar nichts. 1996 auf 97 haben wir umgebaut und 97 neu eröffnet. Und von da an habe ich dem Bürgermeister freie Hand gegeben und dann habe ich jede Pflanze, wo jetzt darin ist, selber bepflanzt und für den Charakter geschaut, dass es irgendwann einmal am Park wird. Und das wird es jetzt langsam. Park. Mein Platz ist unter am Wasser und das ist auch mein Arbeitsplatz und das ist an sich ein wirklich schöner Arbeitsplatz. Ja, Peter, wie fast überall in Scheidegg spielt die Natur eine übergeordnete Rolle. Das gilt auch für eure Wasserqualität hier. Ja, also wir haben Quellwasser. Das kommt aus drei Quellen über Tiefbrunnen zu uns. Und die Wasserqualität wird ständig untersucht und bis jetzt haben wir immer 1A-Wasser. Am Donnerstag war die Arbeitswelt im Ländle für über 2000 Kinder und Jugendliche geöffnet. Auch wir hatten Besuch beim Ich geh Mittag, wie Anna, Juma und Sebi den Tag bei Ländle TV verbrachten. Das sehen Sie jetzt.
2222 Teilnehmer und über 1000 Unternehmern. Der Vorarlberger Zukunftstag Ich geh mit bricht 2018 Rekorde. Kinder und Jugendliche aus dem ganzen Land nutzen die Chance, um Eltern und Bekannte einen Tag lang bei der Arbeit zu begleiten. Es geht nämlich darum, dass man jungen Leuten die Möglichkeit gibt, die Türen und Tore der Betriebe zu öffnen und wieder mal in Kontakt mit echten Berufen zu kommen. Es ist immer mehr Interesse dabei. Wir haben wirklich Betriebe von Hörbrands bis Bartennen. Wir haben Tischlereibetriebe, wir haben Arztpraxen, wir haben Medienbetriebe und wir haben Industriebetriebe. Und für die Kinder ist das eine super Möglichkeit. Sie haben schulfrei an dem Tag und können da mal hineinschnuppern und sich einfach einen Eindruck bilden. Bin ich eher so der Bürotyp oder gefällt es mir gut, was mit den Händen zu machen? Erste. Hineinschnuppern konnten auch wir. Wir, das sind Juma, Anna und Sebastian. Bei